haben wir nochmal Lava. Wird es nochmal laut für euch. Und für mich vor allen Dingen, für meine Ohren. Da geht es nicht weiter. Halle der Zentrifuge, okay. Ah, hier kommen wir also weg. Sehr gut. Was? Wie? Was? Was greift mich da an? Ich sehe nichts. Eure Waffe hat keine Wirkung, okay. Ich glaube, das... Ich sehe nichts. Was ist denn jetzt los? Die Sirene geht los. Was ist denn jetzt los? Okay, okay. Ja, ich habe gerade mal einen unsichtbaren... Ach, ein Ogrim war das. Okay, ich habe mich schon gewundert, was er Mächtiges angegriffen hat. Ich habe so gedacht, so hoch, unsichtbare Gegner, was ist jetzt los? Und vor allem, dass die Sirene jetzt einfach mal losgeht. Ich glaube, ihr könnt sie sogar ein bisschen hören. Gehe ich mal davon aus, dass ihr sie hören könnt. Es würde mich wundern, wenn nicht. Also zumindest ganz leise könnt ihr sie wahrscheinlich hören. Die ertönt bei uns wirklich nur noch dann, wenn Lebensgefahr besteht. Oder aber es ist Samstags 12 Uhr, dann auch. Aber ansonsten nicht mehr. Aber das scheint wirklich Lebensgefahr zu sein. Also nicht für mich jetzt direkt, sondern für jemanden anderes. Mir geht's gut soweit, ja. Gut, außer dass mein Arm vielleicht nochmal zwischendurch ein bisschen wehtut. Aber der Schmerz hat tatsächlich nachgelassen. Alter, das ist nicht euer Ernst. Drei von diesen Mistviechern. Ganze drei. Alter. Immerhin. Komm her. Jawoll. Bestie hat aufs Maul gekriegt. Na, wie viele Lauffedern haben wir schon wieder? Alter, 21. Boah, diese Viecher, ne? Und dabei hatten noch nicht mal alle welche bei sich. Also wenn alle welche bei sich hätten, dann hätten wir jetzt bestimmt um die 30. Locker. Ich meine, gut, sie haben ja einen gewissen Wert, ne? Also es gibt ja, die sind ja ein bisschen wertvoller als andere Sachen. Aber trotzdem, was soll das? So, wir kommen langsam in eine vertraute Umgebung wieder. Sehr schön. War klar. Na, wieder so ein blöder Klippenläufer? Ja, natürlich. So. Das heißt, wir kommen jetzt bald aus diesem Pestgebiet raus. Ja! Geil! Es gibt nichts Schöneres, als dieses blöde Pestgebiet endlich zu verlassen. Oh, das heißt, weniger pestkranke Tiere. Herrlich. Ich gucke ja immer wieder nach, ne? Ich glaube, die... Ja, komm. Oder auch nicht. So. Wie gesagt, erstmal bringen wir den Kollegen hier weg. Wir bringen ihn erstmal zur agonischen Mission. Danach fahren wir fort mit der Kaiserlichen Legion. Oh, ist hier schon 2,5 Stunden. Alter. Heftig. Ja, stimmt, das ist schon wieder 9:30. Heftig. Ist echt heftig. So viel Zeit ist schon wieder vergangen. Das ist Wahnsinn. Ich habe morgen schon wieder Frühschicht. Muss morgen schon wieder von 7 Uhr an arbeiten. Aber diesmal bis 14:30 Uhr und hoffentlich ohne, dass der Automat kaputt geht oder dass er abgeschaltet wird. Ich hoffe es jedenfalls. Ich habe da keine Lust drauf. Es ist so eine Scheiße, ohne Automat zu arbeiten. Das ist echt nicht schön. So.
Ich finde es übrigens interessant, dass man immer noch dieses blöde Windgeräusch hören kann. Und wir sind jetzt fast ein Jahr dabei. 364 Tage. Fast ein Jahr Morrowind. In Morrowind. Jetzt ist auch das Geräusch weg. Gott sei Dank. Da ist schon wieder ernsthaft jetzt? Das Spiel trollt mich heute. Ja, klar, genau dann verschwindet meine Waffe. Toll. Ich gebe mir Mühe. Und tschüss. So, dann machen wir den jetzt noch kalt hier. Schwere Rüstung auf 74. Nicht schlecht. Ist das eigentlich schwere Rüstung? Tatsache, das ist echt schon schwere Rüstung. Ich dachte, das wäre mittlere Rüstung. Blöd. Mist. Egal. Dann ist es halt eine schwere Rüstung. Auch gut. Alter, zwei von denen. Und der hier hatte Aschkrebs. Oder Schwarzherzfolge, je nachdem. Irgendwas Pestmäßiges. So. Ja, ich habe euch eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel zu erzählen. Außer, dass ich mich auf den nächsten Livestream von Alex freue. Und auf meinen eigenen, auf meinen dritten Livestream dann schon. Ich bin mal gespannt, wann ich den machen kann. Wann sich das am besten anbietet. Und, ja. Ihr könnt mir ja auch zum Beispiel auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerade so für Projekte verfolgt. Also ich zum Beispiel verfolge gerade ein Projekt von meiner Freundin, Secret of Mana. Die Neuauflage für PlayStation 4. Ich verfolge die Ancient Trilogy vom Alex. Der spielt gerade Teil 1, macht da gerade die Relikt Challenge. Dann verfolge ich noch vom CP Crash Bandicoot, das Original. Er holt aber keine Edelsteine. Also jedenfalls noch nicht. Ja, das frage ich mich auch manchmal. Und was zockt er denn noch? Er zockt noch irgendwas, was ich gucke. Das muss ich überlegen. Crash Bandicoot, aber noch etwas, was er gerade zockt, was ich gucke bei ihm. Ich weiß jetzt aber nicht, welches Pokémon. Ja, Pokémon. Genau, Pokémon zockt er noch. Wenn er nicht gerade streamt und Medieval spielt. Es könnte zum Beispiel jetzt auch, während ich aufnehme, sein, dass er Shuya streamt. Dass er Medieval spielt. Möglich wäre es bei Zipit. Ich traue ihm das durchaus zu. Jetzt muss ich überlegen, was gucke ich noch? Ich glaube, das war's schon. Also so viele Projekte gucke ich gar nicht aktuell. Ja, ich glaube, das sind schon alle. Ja gut, ich würde theoretisch bei der Princess Bandicoot, bei der Vanessa noch Ratchet & Clank gucken, wenn sie es weitermachen würde. Also momentan hat sie ja... Ich dachte gerade, wären Klippenläufer. Ich werde schon paranoid von den Viechern. Die hat ja momentan eine längere Upload-Pause, aber sie hat schon gesagt, dass sie wohl bald weitermachen wird. Ich hoffe es zumindest mal, weil ich würde gerne sehen, wie sie mit Ratchet & Clank weiter voranschreitet, denn sie hat ja damals mein Let's Play dazu geguckt. Übrigens Ratchet & Clank, auch ein Spiel, das ich momentan aktuell streame. Wir sind, glaube ich, zuletzt auf Rilgar stehen geblieben, Blackwater City. Wir haben die Koordinaten von Umbris bereits bekommen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Mit Ratchet & Clank. Genauso wie ich jetzt gespannt bin, wie es sich mit Morrowind entwickeln wird. Also wie gesagt, wir dürfen uns jetzt im 102. Part befinden. Ja, ihr hört richtig, der 102. Part. Und es ist wahrscheinlich dann auch mit Abstand das längste Projekt auf meinem Kanal, das läuft. Und ich werde auch, wie gesagt, dafür sorgen, dass es
Warlords Battlecry 2 mit seinen 150 Parts den Zepter des längsten Projektes auf meinem Kanal streitig machen wird. Und wie ich finde, ist es auch ein würdiger Nachfolger für Warlords. Warlords ist, glaube ich, auch ein Spiel aus den Anfang der 2000er. Und wird dann direkt von Morrowind abgelöst. Wie gesagt, bei Morrowind peile ich 200 Parts an. Die DLCs noch nicht mitgerechnet. Es gibt ja noch DLCs. Wo ich ja auch schon vereinzelt gefragt wurde, ob ich die auch irgendwann machen würde. Vielleicht sogar im Livestream. Was ich ehrlich gesagt noch nicht beantworten kann, ob dem so sein wird. Es kann auch genauso gut sein, dass ich die genauso wie das Grundspiel im Let's Play mache. Und ich denke auch mal, die gehen dann auch nicht so lange, weil wir haben ja schon die Skills dann zusammen, die wir brauchen. Aber da würde ich sagen, warten wir einfach mal ab, wie sich die Dinge auch vor allen Dingen entwickeln. Ne? Und, ja. Ah, immer dieses Gewarte, furchtbar. Der Schmiedehammer des Gesellen wurde aufgebraucht. Ja, sowas. Das ist der erste Schmiedehammer, den wir aufgebraucht haben. In der Aufnahme, glaube ich. Also so viele Schmiedehammer haben wir jetzt nicht verbraucht. If I had a hammer, ne? Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte Richtung Ebenherz. Der junge Mann, der mich hier begleitet, möchte gerne zur agonischen Mission. Da bringen wir ihn auch hin, damit die Quest nämlich abgehakt ist und wir mit der kaiserlichen Legion weiter voranschreiten können. Es könnte nämlich auch bald sein, dass wir eine bessere Rüstung bekommen als die normal standard kaiserliche Rüstung. Das wäre doch mal was. So, da ist Vivik. Da haben wir die üblichen Schlammkrabben. Natürlich machen wir sie auch wieder platt dabei. Ist ja klar. Wie immer. Das ist ja auch schon so ein altes Ritual. Immer wenn man vorbeikommt, erstmal platt machen. Ist einfach leichte Beute für uns. Mittlerweile kann man das wirklich so sagen. Die sind einfach leichte Beute für uns. Und, ja. So, aber ich kann euch bei Els Wettbewerb, um nochmal das Thema anzusprechen, ich habe ja meine beiden Kickmore-Ins angesprochen, aber ich kann auch euch auch nur ans Herz legen, für die, die sich nicht dran beteiligen, weil der Wettbewerb ist wahrscheinlich dann sowieso vorbei, beziehungsweise nicht nur wahrscheinlich, Els dann vorbei, also ich weiß nicht, wer dann die Wahl gewonnen haben wird, natürlich hat man die Hoffnung, dass man es selber ist, klar, aber ehrlich gesagt rechne ich nicht damit. Ich habe ja auch noch nicht mal damit gerechnet, dass ich eine Runde weiterkomme. Weil ich hatte echt gedacht, ich fliege in der ersten Runde direkt raus. Aber nein, ich habe tatsächlich bestanden, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, ich bin tatsächlich weitergekommen. Und natürlich habe ich mich auch gefreut. Also ich würde lügen, wenn ich sage, ich hätte mich nicht gefreut. Natürlich habe ich mich gefreut. Weil, klar, für mich als Spieler steht hauptsächlich der Spaß im Vordergrund, ganz klar. Auch bei dem Wettbewerb steht für mich der Spaß im Vordergrund. Aber so ein bisschen Ehrgeiz auch gewinnen zu wollen, ist natürlich auch klar, klar. Also ich glaube, es wäre auch doof, wenn bei einem Wettbewerb kein Wille zum Gewinnen dabei ist. Ja, also wer verliert schon gerne, sag ich mal so, ne? So, wir sind dann nun endlich gleich mal angekommen in der agonischen Mission. Und haben den Kollegen dann erfolgreich dort abgeliefert, hätte ich jetzt fast gesagt. Wie gesagt, wir haben einiges heute geschafft. Wir haben die kaiserliche Kultsmission abgegeben. Wir haben die kaiserliche Legion begonnen und größtenteils schon abgeschlossen. Kleine Gabel draußen ist oder etwa drinnen. Ich habe die agonische Mission mit Reja erreicht. Das habt ihr gut gemacht, Viper. Ihr habt einem unserer Leute ohne die Aussicht auf Belohnung geholfen. Dabei war das Ganze sehr gefährlich für euch. Wenn ihr so weitermacht, dann sehe ich eine große Zukunft für euch voraus. Ihr steht auf der Sonnenseite, das ist offensichtlich. Nimm dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Blutgürtel. Was ist denn der Blutgürtel? Achso, okay. Was willst du von mir? Ja gut. Dann haben wir die Quest jetzt auch erledigt. Und ich würde sagen, wir teleportieren uns dann direkt in die Festung.
Ach, guck mal, jetzt mischt sich der Hauptmann schon. Das ist mal gute Gesellschaft. Damit. Ihr habt Justin gerettet? Gut, jetzt kann er seine guten Taten hier in Wadenfell wieder aufnehmen. Doch ihr scheint nicht zu verstehen, wie man Befehle... Hallo? Geht nach Abernanit und befreit Angehörige des Kaiservolks. Sie wird in Abernanit festgehalten, einer Höhle auf einer Insel südöstlich von Gnamok. Findet sie und bringt sie mir lebend zurück. Abernanit. Den Ort habe ich auch schon irgendwo gelesen. Gnamok also. Okay, okay, okay. Kriegen wir hin? Kriegen wir hin. Aber wahrscheinlich nicht mehr in dieser Aufnahmesession. Kann ich mir irgendwo nicht vorstellen. Vielleicht in der Aufnahmesession, die ich eventuell mit Fragezeichen morgen aufnehme. Ich weiß es noch nicht. Es kommt auch darauf an, wie ich morgen drauf bin. Aber morgen habe ich, wie gesagt, früher Schluss als heute. Und ich dachte sowieso, das passt ganz gut, weil meine Freundin jetzt momentan auch lernen muss. Da muss ich mich übrigens korrigieren, fällt mir gerade ein. Ich hatte ja fälschlicherweise im Livestream gesagt, dass sie an dem Freitag, also an dem 18., ihre Prüfung hätte. Nein, das war eine Falschinformation. Die Prüfung findet für sie am jetzt kommenden Freitag statt. Also eine Woche drauf. Ich glaube, das ist dann der 25. Der 25. Mai. Ja, ich nehme es am Mai auf, tatsächlich. Für die Leute, die fragen. Ratte! Ratte! Stirb, Ratte. Wohin führt eigentlich der Weg hier? Da gibt es ja noch einen anderen Weg. Wohin führt er mich? Das würde mich auch nochmal interessieren. Aber den gehen wir jetzt nicht mehr an, weil das lohnt sich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr. Weil wir haben jetzt noch knapp 11 Minuten. Ich guck mal, dass wir jetzt noch so schnell wie möglich... Eigentlich bin ich ja ein Idiot, ne? Das war jetzt eine rhetorische Aussage, ne? Bevor jetzt wieder irgendwelche kommen. Ja, da hast du recht. Ja. Weil eigentlich hätte ich ja auch in Richtung Balmora laufen können. Von dort aus zur Festung. Zu meiner Festung, meine ich. Und von dort aus dann nach Gnamok. Würde viel schneller gehen. Warum komme ich da nicht eher drauf auf solche Sachen? Nein, ich renne natürlich querfeld ein. In die völlig falsche Richtung. Statt den richtigen Weg direkt zu nehmen. Ist ja unglaublich. Mann, 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 Mann. So. Ah, wir haben schon 21:45. Ich glaube, Abendbrot zu essen lohnt sich jetzt gar nicht mehr. Weil um 11 muss ich ja schon ins Bett. Wegen der Frühschicht, weil ich ja um 7 anfange. Au. So. Pestkranker Höllenhund. Wie gut, dass ich den beseitigt habe. Wie gut, dass ich den beseitigt habe. Ein Risiko weniger für die Mensch- und Elfenheit. Elfenheit, ja. Mhm. Und ich mache jetzt bewusst nicht die Lampe an, weil ich habe dann die Angst, obwohl das bei den Livestreams recht gut geklappt hat, dass dann mein Mikro ausgestöpselt wird, mehr oder weniger. Und es gewittert. Es ist viel angenehmeres Wetter als Schneesturm, als dieser Sandsturm, der Peschsturm. Viel angenehmer. Ich mag Gewitter. Muss ich ja tatsächlich sagen. Ich mag Gewitter. So, den haben wir auch nochmal erledigt. Laut, ja. Genau. Da will ich aber nicht hin. Wir wollen nach Gnamok. Willkommen in der Mitte der Höllenhunde. Und alle haben die Pest. Super. Und du hast 3. Nee, doch. Schade. Das wäre es gewesen. 1, 2 und 3. Und da ist der Weg. Sehr schön. Wunderbar.
gucken wir mal, dass wir noch schnell nach Gnamo kommen. Und ja, ich weiß jetzt inzwischen, wie das auch mit der Statue ist. Ich habe da tatsächlich mal so ein bisschen nachrecherchiert, aber ich glaube, der McFord William, wenn ich ihn schon mal erwähnt habe, der hat tatsächlich erwähnt, wie das mit der Statue klappt. Ich habe auch die Statue gefunden. Das werden wir auch noch machen, aber nicht mehr heute, wie gesagt. Ich denke mal, das machen wir dann in einer anderen Aufnahmesession. Vielleicht sogar schon in der nächsten. Ich muss mal gucken. So. Das können wir auch sonst nach der Main Story machen. Wir gucken einfach mal. So. Bin ich gerade mal ein bisschen ruhiger, weil ich habe jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig viel zu sagen, weil ich habe eigentlich wirklich schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Es hat sich ja auch wirklich einiges getan, so ist es ja nicht. Ja, was ich höchstens noch zu meinen Armen sagen kann, ich kann inzwischen ohne Schmerzmittel arbeiten, auch wenn es zwischendurch noch mal ein bisschen wehtut. Aber ich sag mal so, der Schmerz lässt sich inzwischen verkraften. Eher als vorher. Vorher war es teilweise wirklich unerträglich. Ja, genau. Aber inzwischen geht das. Also ich kann noch nicht sagen, dass alles gut ist, weil zwischenzeitlich, wie gesagt, tut es nochmal weh. Aber so schlimm ist es nicht mehr. Ich sag mal so, ich kann mit dem Schmerz ein bisschen inzwischen besser leben als vorher. Sagen wir es mal so. So, und jetzt zum Beispiel beim Zocken habe ich jetzt zum Beispiel auch keine Schmerzen. Das Einzige, wo ich jetzt noch Schmerzen habe beim Arm, ist zum Beispiel, wenn ich gerade aktuell schwer was hebe. Also was richtig Schweres. Oder aber ich liege auf der rechten Seite, wenn ich schlafen möchte. Dann tut das noch stellenweise weh. Aber ansonsten geht das eigentlich. So, haben wir die Ratte auch nochmal gekillt. Was sagt die Uhr? 6 Minuten sagt die Uhr noch. Also ich habe jetzt keinen Timer gestellt, weil ich sehe ja die Zeit von OBS. Alarmstufe Rot 2 habe ich übrigens überprüft, werde ich wahrscheinlich mit Loilo aufnehmen. Mit einer Kombination von Loilo und Order City. Also eigentlich in alter Manier, weil mit OBS ist das irgendwie nicht so ganz kooperativ. Finde ich so ein bisschen schade. Aber gut, das schließt dann auch leider aus, dass ich Alarmstufe Rot 2 irgendwann mal im Stream bringe. Schade, schade. Aber gut, dann soll es nicht so sein. Dann bringe ich das halt nur im Let's Play. Ist ja auch was in dem Sinne. Und, ja. Da piepst die Ratte. Einfach so. Unglaublich. So, wo ist Gnamuk? Da ist Gnamuk. Wie war das? Bat mich Danza zu retten. Kaiser Fuchs, die von Plünderern gefangen genommen worden war. Sie halten sie in Abernanit an der Küste in der Nähe von Gnamuk fest. Abernanit. Frage ist jetzt, wo liegt dieser Ort? Das wäre jetzt mal eine interessante Frage. Wo liegt dieser Ort? Das werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Aufnahmesession herausfinden, weil wie gesagt, die Zeit ist so gut wie vorbei. Nanit. Wo könnte der Ort sein? Ich vermute sogar mal, dass er hier bei... Das ist ungewöhnlich. Was ist ungewöhnlich? Was ist ungewöhnlich, mein Freund? Ach komm schon. Ernsthaft jetzt? Geht doch. Drei Köpfchen in Ehren kann niemand verwehren. Ha, ha, ha. Ja. Da hinten sehe ich eine Dungeon. Vielleicht ist es ja sogar die, die wir suchen. Aber Nanit. Nein, ist eine andere. Okay. Doch nicht. Schade. Kleinere Insel in der Nähe von... Oh. Das kann ja eigentlich so ziemlich jede Insel sein, ne? Wusste ich doch. Schlachterfisch. Wir waren in dieser Aufnahmesession tatsächlich recht rar.
Kein Wunder, wir waren ja auch kaum im Wasser. Und die Stumpfe-Waffe ist auf 86, beziehungsweise 76. Denn durch die beschworenen Sachen kriegen sie noch 10 Punkte dazu. So. Gut. Da ist Knamuk. Das Blöde ist, ich habe jetzt keinen Mana mehr oder nur noch sehr wenig. Ich versuche aber noch die Dungeon mit euch zusammen zu finden. Falls ich sie nicht mehr finden sollte, dann ist es halt so. Aber ich hoffe mal, dass wir sie noch finden. Und dann würde ich sagen, beenden wir auch dort Leichnam des Heiligen. Wie soll ich denn das jetzt verstehen? Das ist bestimmt eine Zuflucht des sechsten Hauses. Hundertprozentig. Bin ich mir fast schon sicher. Dass das sechste Haus sich wieder rumtreibt. Malapi. Die Malapi war ja, glaube ich, die, wo die geschundene Seele ermordet wurde. Also ihr Körper zerstört wurde, wie auch immer. Ihr wisst, was ich sagen will. Ich kann nicht rasten? Im Ernst jetzt? Warum kann ich nicht rasten? Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen, so, hä? So kann ich nicht rasten. In der Nähe von Gnamok. Auf einer kleinen Insel. Oh. Ich kann doch nicht einfach eine Schlammkrabbe übersehen, hallo? Da los. Und ja, ich habe gesehen, es hat sich einiges an Alchemie zusammengesammelt. Darum kümmern wir uns dann auch in der nächsten Aufnahmesession. Weil, wie gesagt, gleich ist Feierabend. In genau einer Minute ist Feierabend. Schade eigentlich. Ich würde gerne noch weiterspielen. Ja, ich habe hier richtig Bock auf Morrowind, wie man vielleicht merkt. Aber ich werde morgen wahrscheinlich erstmal die Dateien konvertieren, wenn ich von der Arbeit komme. Und dann mal schauen, wie sich deine weitere Aufnahme anbietet. Genau. Oh, den hier kann ich töten. Ihr habt einen Zuchtkakuti getötet, was? Das wär's. Oder ich glaube einfach mal, wir sollten sonst einfach mal die Bevölkerung von Gnamuk selber fragen. Wäre ja, glaube ich, auch nicht so verkehrt, ne? Ich würde sagen, wir gehen noch eben mit gemeinsam nach Gnamuk. Und dort machen wir dann Feierabend. Wir haben leider die Höhle nicht mehr gefunden. Schade. Oder vielleicht doch. Ich habe da, glaube ich, gerade noch eine Dungeon gesehen. Mit einem Klippenläufer natürlich. War ja klar. Ja, wir haben sie gefunden. Sehr geil. Wir haben aber Nanit gefunden. Sehr schön. Au. Mittlere Rüstung auf 13. Ey, cool. Gut. Wunderbar, wir haben die Höhle gefunden. Ich würde sagen, dort fahren wir dann fort. Aber liebe Leute, das machen wir, wie gesagt, beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt The Elder Scrolls 3 Morrowind. Aber bis dato verabschiede ich mich von euch, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr es gucken werdet. Und ich sage nun, euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.